Ja, hallo Leute, was geht? Neue Folge. Ich habe heute einen dabei, das ist der Lukas. Hallo, Ja, wie Spur. geht's, Leute? Ja, wir haben jetzt Minecraft 1.7 installiert. Hast du schon irgendwas mit Minecraft 1.7 ausprobiert? Nee, ich habe noch gar nichts gemacht bis jetzt. Ich war auch gar nicht in Minecraft bis jetzt drin. Deswegen. Ach so. Aber ich Ja. guck gleich, deswegen. Die Pistons hast du wahrscheinlich schon irgendwas mit denen gesehen. Ja, also Vielleicht. man kann irgendwie in irgendwelchen Höhlen kann man da irgendwas machen, dass es so ist, dass du in der Höhle irgendwo ein Loch aufgeht und dann kannst du reingehen und Ja, alles. genau, sowas will ich jetzt gleich auch machen. So ein bisschen Ja. ausprobieren. Jetzt mit Redstone und sowas kenne ich mich nicht so wirklich gut aus, aber da kann ich mal einfach ein bisschen ausprobieren. Ist, denke ich Ja. mal, nicht schlimm. So, die Leaves packe ich mal auch da rein. Hast du wahrscheinlich auch schon gesehen, dass es hier die Shears gibt, also die Scissors, beziehungsweise die, ja, wie heißt es auf Deutsch? Die Scheren. Ah, mein Gott. Ja, da musst du jetzt, das ist, finde ich eigentlich richtig doof, dass du jetzt eine Schere brauchst, um die Schafe zu kloppen. Ja, es geht. Also das mit den Schafen finde ich jetzt nicht so toll, aber zum Beispiel. Wollte ich jetzt sagen, mit den, so die Leaves, also die Blätter und sowas, kann man damit total schnell abhauen. Aber das geht auch, die Schere geht dann so schnell kaputt. Das ist auch nicht gerade schön, wenn die so flott kaputt geht. Ist immer ein Ja, bisschen. und wenn du zum Beispiel viel Wolle brauchst, das ist echt scheiße. Ja. Was ich für ein Problem immer, wenn ich entweder Fleisch brauche oder Wolle oder irgendwas, sind nie Monster. Nie. Ich Ja, bin jetzt so einen kleinen Bauer. du leckst gerade zu mich. Ich weiß nicht, ich glaube, das liegt gerade an meiner Leitung. Ich hatte gerade so einen Testdurchlauf gemacht und meine Internetverbindung war da irgendwie total grausam. Ich weiß nicht warum. Ich lade gerade noch das Video hoch bei YouTube. Dann musst du anhalten. Ach, ja, anhalten. Anhalten kannst du leider nicht. Das ist ja so das Ja, das große ist ja Problem. schade. Was finde ich auch so scheiße bei YouTube, also mit dem Upload und sowas. Da gibt es irgendwie viel zu wenig Optionen und sowas. Kannst du Upload und dann abbrechen und das war's. Ja. Und das dauert immer viel zu lang. Wie im Moment laden, glaube ich, auch total viele, nett ausgedrückt, Leute hoch, irgendwas hoch. Ja. Irgendwie, ich habe irgendwie gehört, 83 Millionen Uploads pro Tag oder so ein Scheiß. Ja, es kommt bestimmt gut hin. Also gerade schon. Wie viele Folgen willst Bitte? du? Nee, sag du zuerst. Das Cobblestone sieht ja auch anders aus. Wie viele Folgen meinst du? Ja. Was Wie denn? viele Folgen du machst? Und Jetzt gleich? ja. Keine Ahnung, wie lange hast du Zeit oder so? Na, mindestens noch eine Stunde. Ja, jetzt so lange nicht unbedingt, aber so ein. Halbe Stunde, Stunde. Ja, vielleicht. Mal gucken. Hast du jetzt die Aufnahmen abgebrochen oder was? Nö, ich nehme noch auf. Ach so, ja, okay. Also ich sag dann vorher schon Bescheid, wenn ich dann so eine Aufnahme Stopp mache oder so. Okay. Du Ich machst wollte auch jetzt. Videos? Ja, ich hab mein Intern immer noch nicht dazu bewegt, diese scheiß Mine Reaper da zu machen. Weil wie kann er Minesweeper? nie einen Ach, Text. stimmt, du wolltest Minesweeper Let's Play machen. Ja, ich hab doch Dingens. Ich hab doch ja einen eigenen Kanal. Ja, die Idee finde ich schon mal richtig geil, Ich Minesweeper könnte Let's ja Play. auch. Ja. Ich könnte ja auch was weiß ich, Paint-Tutorial machen oder so ein Scheiß. Was ist So. denn das denn? Die Idee finde ich auf jeden Fall geil. Es gibt Leute, die beschäftigen sich mit solchen Windows-Spielen. Das kenne ich. Das ist krass. Ja, aber so Let's Plays gucken. Ich hatte dann auch mal so aus Spaß, hatte ich das mal gegoogelt, so Let's Play Minesweeper oder so. Das gibt da ehrlich Leute, die das machen. So. Und auch richtig ernsthaft, nicht so lustig so oder sowas. Sondern ja, wie Ja, aber können wir ich das meine. jetzt hier machen? So. Die wollten das so richtig professionell machen. Richtige Nerds. Ja, irgendwie schon. Okay. Aber wie viele. Ich frage mich echt, ich muss echt zählen, wie viele Folgen man da machen kann. Ja, weil, ich meine, irgendwann hast du das Spiel doch irgendwann durch. Also irgendwann hast du es doch.
wenn du dann alle Minen gefunden Ja, hast. klar. Ja, Klar hast du dann. das irgendwann durch. Weiß ja nicht. Ich kaufe mir auf jeden Fall einen neuen PC. Weil das alte Schrottding hier brauche ich echt nicht mehr. Und dann mit dem Warte nur. neuen PC kannst du endlich Minesweeper spielen, ne? Natürlich, mit dem kann ich auch kein Minesweeper spielen. Das lädt, das stürzt ab, das Spiel, Junge. Okay, das ist Während schon scheiße. ich Mozilla Firefox und Skype anhab und ICQ und MSN, ja, aber das scheißt ab. Oh Gott. Was machst du gerade? Ich baue gerade hier. Ich habe gerade ein paar Kisten gebaut. Ich will nämlich jetzt in den Untergrund gehen, weil ich glaube, ich hole jetzt mal so von den grünen. Wie heißen die grünen Schleimviecher da nochmal? Keine Ahnung, Schleimviecher. Ja, die grünen Schleimviecher. Von denen will ich ein bisschen grünes Schleimzeugs haben. Denn. Warum habe ich den Helm? Ach ja, ich habe den Helm ausgezogen. Warum auch immer. So, Eisen brauche ich jetzt erstmal. Wenn du in den Untergrund gehst, grüß Gollum von mir. Mach ich. Mein alter Freund, ging durch dick und dünn. Ich grüße den mal nicht, den Gollum. Ja. Ich hoffe, der hat seine Haare gezählt. Seine 10 Haare. Neun. Nein. Ja. Das weiß ich genau. So, hier eine Fackel hin. Ja, ich gehe im einfachen Untergrund oder in irgendwas. Hier buddel dich einfach, glaube ich, mal runter oder so. Hier irgendwo so. Oh Mann, ich frag mich, ich überleg, ja, ich muss, ich hab glaube ich die Dings, mal das Passwort von meinem anderen Dings, von meinem anderen YouTube-Account vergessen. Jetzt hab ich nur noch das Powerhuhn LP. Der Name ist auch schon super. Powerhuhn, Junge. Nee, Sturm-Powerhuhn. Nee, Powerhuhn. Sturmpower. Das ist noch besser. Ach nein. Ich dachte, du kannst ja den Link in die Beschreibung tun oder so. Ja, klar, kann ich machen. Muss ich dir eben raussuchen, dann schicke ich dir den. Ja. So nett wie ich bin, mache ich das dann auch. Wenn nicht, dann nicht direkt böse werden. Ja, doch, deine Freunde sind doch der Treue. Denkst du nicht, wenn jetzt irgendjemand Warum machst anders du die das macht? Scheiße nicht? Was soll das? Nee, mich fragen die Leute eher irgendwas, wovon ich meistens eh keine Ahnung habe. Oder wenn ich davon Ahnung habe, dann ist das total schwer zu erklären. Oder die meisten verstehen dann selber nicht mal was davon. Also wie Copy and Paste oder sowas. Oder kopieren und einfügen oder sowas. Einfügen. Auf Deutsch Für die gesagt. ganz. So, Ja, genau. ja, da hatte ich gestern so ein Problem. Also das war schon, da packe ich mir manchmal echt so am Kopf und frage mich, ob die überhaupt mal so am Rechner gesessen haben oder sowas. Ist jetzt nicht böse gemeint, so, aber ich würde mich doch erstmal ein bisschen mit dem Computer überhaupt beschäftigen, so, keine Ahnung. Ja, wenn man keine Ahnung hat, dann sollte man die Fresse halten. Ja, ist Ja, doch so. so, es gibt so Google und das ist so eine ziemlich geile Google Erfindung und ist ein Freund. ja. www.gidf.de. Was? Www was? www.gidf.de. Ach so, okay. Na, GIDR. Ja, ich, Google ist dein Freund. wenn Leute mich meistens irgendwas fragen oder so, dann schicke ich den, die Seite Let me Google this for you. Kennst du bestimmt auch so die Ach, Seite? ist auch genial, das Ja. ist. Warte, ich schicke dir mal den Link auf Skype. Ja, ich kann gerade nicht. Ich habe noch gar nicht an dem Kanal gemacht, ohne Witz. Ja, ich habe jetzt auch neuen Hintergrund gemacht, beziehungsweise einfach, den gab es umsonst. Ist jetzt zwar Werbung drauf für die Seite, aber das ist mir gerade eigentlich mehr oder weniger egal, weil die haben das ja auch gemacht und dann, ja, sollen die das drauf ruhig gucken, wer das gemacht hat. Und dann gibt es jetzt noch immer so Leute, da wird schon ein Link, also die Seite angezeigt, woher ich das habe. Und dann fragen mich die Leute, hey, woher hast du den Hintergrund? Ne?
Also ich weiß nicht, was da falsch gelaufen ist. Brille viel, Mann. Ja. Oh mein Gott, nein. Darum rufen mich irgendwelche Leute an, weil sie mit mir Minecraft spielen wollen und all so ein Scheiß. Soweit, oh, ich freue mich Oder schon heute wieder, auch wieder aus. wieder, ja, hey, ich komme nicht mehr auf den Server drauf. Wie kann ich mit Minecraft dann wieder zum Laufen kriegen, dass ich da auf den Server drauf spielen kann? Ich, ja, musste die alte JAR-Datei, muss halt downgraden, bla bla bla, alles Einfach mal. erzählt. Und dann startet er seinen Server, 1.7 Server. Ich so, oh, ja. Hast du jetzt Arbeit, weil jetzt 1.7 drauf ist? Ob du jetzt an einem Server fixen musst? An Server ja, aber da muss ich halt erstmal warten, bis Bucket das neu rausgebracht hat. Ich muss die Plugins noch mal neu installieren, muss ich so oder so machen. Aber so im Großen und Ganzen eigentlich ist das weniger Arbeit, das ein bisschen so abzudaten, als das nochmal ganz neu aufzusetzen, weil das ist so eigentlich ziemlich die größte Arbeit. Uch, mein Dings hat abgekottert. Mein Headset. Okay. Ja, du Aber leckst nur gerade mit Dingens, ziemlich. Ich nur weiß mit. nicht, ob das an mir liegt oder an deinem Internet. Ich glaube, das liegt gerade eher an mir, weil ich gerade hier noch was hochlade und das Internet Na, ist ist, ja glaube nicht ich, gerade schlimm, wenn lang. deine Leute mich verstehen, wenn deine Ja. Supporter dich verstehen. Ja, aber du verstehst dich schon. Das sollte jetzt nicht schlimm sein. Das ist Dings. Das ist so genial, das Foto, was ich bei YouTube drin hab. Von dem Powerhund LP. Ja, gucke ich mir mal gleich an. Kenne ich nämlich noch gar nicht. Graues Hühnchen. Ach, ich muss mir ja noch einiges umdrehen. Oder ich gehe einfach in eine andere Mine. Ja. Ich laufe jetzt wieder hoch. Ich habe keine Lust mehr, runter zu buddeln. Ich habe eine Mine gefunden, da bin ich irgendwie 2 Stunden bis Stunden lang drin rumgelaufen und habe irgendwann den Weg gefunden. Ich war so auf der 2 und so, nein. Und es ist wieder Nacht, wird wieder Nacht. Ich bräuchte, hoffentlich habe ich Wolle mit. Hatte ich da Wofür nicht Wolle Wolle? reingetan? Für ein Bett, zum Ach Schlafen. so. In der Mine schlafen oder was? Ne, ich bin wieder oben. So. So, Bettchen ihr macht, wo tue ich denn hin? Hier so Weißt du, was ich schön. unlustig finde? Was denn? Die ganzen Kinder, die rumheulen, weil sie dort sterben. Beim Bauen, wenn sie abends bauen. Ah! Was ist los? Das ist ein Zombie nebenbei im Bett gespawnt. Ist doch schön. Ich bin aufgewacht und dann stand da das Zombie direkt neben meinem Bett. Bist jetzt gestorben, oder was? Nein. Ah, sehr gut. Nur woher Ich finde kam das. das? Ah, ich habe jetzt ein bisschen ausgeleuchtet. Wieder. Naja. Alter, wo ich dich kennengelernt habe, da hattest du irgendwie so 77 Abonnenten und jetzt 235. Ja, ich bin halt Übelste Arbeit. übelste Arbeit. Ja, das ist schon ein bisschen viel Arbeit, so die ganzen, ja, okay, Videos zu machen und sowas. Vor allen Dingen das Schneiden. Also selber die Videos zu machen, das ist eigentlich wenig Arbeit, nur die dann so zusammenzuschneiden und dann besonders HD und das alles Konvertieren, das ist rendern. auch grausam, weil das auch immer so lange dauert und dann noch das Hochladen bei YouTube, das dauert immer so lange und das bricht auch total oft ab. Das liegt dann an YouTube. Also ich habe da schon verschiedene Softwares benutzt, so wie, YouTube Video Uploader und so.